Kreativität und Problemlösungskompetenz, zwei ganz wichtige Sachen, die auch eng zusammengehören. Mein Rat, erst mal stoppen, aktiv stoppen zu sagen, ich muss mir den Druck, den Stresslevel etwas reduzieren. Dies geht auch sehr oft mit einer Veränderung von Prioritäten. Muss der Termin so lange sein? Wie tue ich Termine kombinieren? Wie tue ich Arbeiten reduzieren? Vielleicht auch einfach den Detaillierungsgrad etwas zurücknehmen nach dem Motto, es muss nicht immer die 120% Lösung sein, die aber mehr fleißige Arbeit ist, aber nichts Kreatives oder Innovatives enthält. Dies ist immer leicht gesagt, geh es langsam an und sei vorbereitet. In meinen Workshops zeige ich Methoden und manchmal spreche ich dann mit Teilnehmern noch später und sage dann, und konntest du das anwenden? Und da hieß es, ja, aber erst nach einer gewissen Zeit. Und dies ist gar nicht so verkehrt, der Ansatz. Also, bevor man gleich in die nächste Teambesprechung hineinplatzt und sagt, komm, lass uns das nach dieser oder jener Methode machen, geht es mir hier in diesem Video darum, dich auf die Reise mitzunehmen, deine, ja, sag ich mal, Denkweisen, Wahrnehmungen so etwas zu schärfen, dass diese Wirkungsweise und die Struktur der Kreativitätstechniken ja wie eine Routine verinnerlicht wird. Das werden dann deine Rezepte, die du in ähnlichen Problemsituationen immer wieder passend anwenden kannst. Also erstmal im Stillen üben. Denken, reflektieren, Praxis sammeln in dieser Art, dass man eine Simulation praktisch mit sich selbst erstmal durchläuft, um die Routine besser zu verstehen und aufzunehmen. Das innovative Lösen von Problemen muss man neu erlernen. Man muss sich so das etwas wie im Gehirn vorstellen, man ist dort ja fest und hart verdrahtet in alten Mustern und muss sich jetzt erst mit neuen Techniken und eigener Reflexion befreien, nicht immer in diesen gleichen Denk- und Wahrnehmungsmustern, Prozessen zu verharren, sondern vielleicht einen neuen Blick zu entwickeln. Und das geht nur durch Üben und Nachdenken, Reflektieren. Und erstmal trainiert und aktiviert werden deine Wahrnehmungen und deine Denk- und Erkennungsmuster sich stufenweise verändern und automatisch wird sich etwas deine Persönlichkeit verändern. Du wirst ein Problemlöser. Bevor man ein Innovator ist, ist man erstmal ein gern gesehener Problemlöser, ein gern gesehener Sparringspartner. Und das wird auch in deinem aktiven Berufsleben dann immer mehr einen Anteil haben, dich mit reinzuholen, dich einzubinden, weil du einfach frische, kreative Ideen hast. Hier nur ganz kurz, weil auf der nächsten Folie sage ich, bitte nicht tief einsteigen in die Theorie der Kreativitätstechniken. Ich wollte nur damit darstellen, es gibt Strukturen, es gibt Unterschiede bei den Kreativitätstechniken und man kann sich da stunden, wochenlang mit beschäftigen, wie die einzelnen Methoden geclustert sind, was die machen, wie die genannt werden. Wir wollen hier aber Kreativitätstechniken üben. Meine Bitte und vielleicht einfach mir etwas vertrauen. Ja, ich habe einen Plan. Ich habe vor, stufenweise und aufbauend hier in dieser Videoreihe Kreativitäts- und Innovationsmethoden vorzustellen, so dass man nicht überfordert wird, so dass man sagen kann, okay, dieses Rezept
könnte ich mal versuchen nachzukochen. Das wird schon klappen. Und mir geht es darum, diese Theorie erstmal beiseite zu lassen, sondern vielmehr ein Augenmerk auf die Anwendung und die Übung zu legen. Wir starten heute schon im Piloten mit einer ersten Kreativitätstechnik. Die ist jedem bekannt. Das ist das Brainstorming nach Osborne. Ich habe dies ausgewählt, doch weil sehr oft beim Brainstorming Fehler gemacht werden und deswegen ist es vielleicht ganz gut, hier mit einzusteigen, um zu zeigen, so ist es besser, so ist es idealer. Es gibt gewisse Spielregeln beim Brainstorming. Man soll keine Grenzen sehen haben, also eine freie Fantasie. Man soll viele Ideen generieren, also die Menge zählt, also gar nicht so in dieser Session zu kritisch, zu besonnen sein. Ideen auch von anderen, und das geht jetzt nicht um, er hat es doch erst gesagt oder es ist sein Ding, aufgreifen, modifizieren. Ich zeige da gleich weitere Ergänzungsmethoden. Und ganz klare Spielregel, keine Kritik oder Bewertung von Ideen. Beim Brainstorming sollte man noch auf ideale Rahmenbedingungen achten. Sicherlich wird da irgendwo ein Termin sein und dann geht's, ach, ich muss ja Brainstorming machen, hin und her und jenes. Und wie viel Zeit haben wir denn? Ah, wir haben nur eigentlich eine halbe Stunde, weil danach wollen wir dies und jenes noch besprechen. Und schon ist man wieder eigentlich nicht beim richtigen Brainstorming, sondern man sollte sich das richtige Team aussuchen, Moderator dabei haben oder einen als Moderator bestimmen, der auch die fachliche Kompetenz hat zu diesem Problem oder zu dieser notwendigen Innovation. Flipchart, Whiteboard, Board, Moderationswand, alles hilfreich. Man soll eine angenehme und offene Atmosphäre haben, vielleicht dann doch die Investition, die ersten 3-4 Minuten einen Smalltalk zu machen, ein erstes Lachen, vielleicht neue Gruppenmitglieder mit ins Boot holen, einbinden. All das ist wichtig, damit das Team eine gute Atmosphäre hat. Anmoderation ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Es geht um ein Ziel, es geht um ein Problem, es geht um eine Innovationsrichtung. Die sollte man schon festlegen, um es dann doch nicht nur, ich sag mal, ein breites Rund um sich herum schießen bedeutet, sondern schon eine etwas gerichtete Ideengenerierung. Anmoderation, sehr wichtig, um diese Leitplanken links und rechts etwas zu setzen, aber danach ist dann freies Denken zur Findung dieser Ausrichtung, Problem, Innovation möglich und erwünscht. Die Ideenfindung, ich werde es gleich nochmal zeigen, sollte nicht nur 5 oder 10 Minuten sein. Ganz wichtig, nach der Ideengenerierung kurze Pause, vielleicht rausgehen, vielleicht Frischluft, vielleicht Perspektivenwechsel, um nochmal das Ganze etwas, ja man sagt immer, setzen zu lassen. Danach die Bewertung. Der Ablauf über eine Zeitachse, wie ein typisches Brainstorming laufen kann. Die Zeit geht los, da kommen die bekannten Ideen. Ja, 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 da hat man auch schon drüber gesprochen. Hier als Abladephase genannt, meist von dem Innovationscharakter eher gering ausgeprägt. Also die originellen Ideen kommen eigentlich erst, nachdem die Abladephase abgeschlossen ist. Und ich zeige gleich auch noch einen Tipp für die Moderation, wie man unten diese Empfehlung sehr gut unterstützen kann, nämlich den Prozess etwas zu überdehnen, ja den Teilnehmern neue, frische, originelle Ideen abzuringen
Und das schauen wir jetzt an. Eine Möglichkeit ist, von diesen abgeladenen Ideen oder zwischenzeitlich genannten Ideen welche aufgreifen und nachzudenken, was kann man sich ändern, welche Ideen kann man kombinieren, was kann man kleiner machen, größer machen, verändern, anpassen, also mit bekannten Elementen spielen und vielleicht, ja, ich will mal sagen, verrückte Kombinationen, verrückte Abfolgen, verrückte Minimierungen, verrückte Maximierungen vorzuschlagen. Eine weitere Ergänzung auch ist dieses Denken Scamper, S-C-A-M-P-E-R, oder die Nutzung von Moderation oder die stärkere Einbindung des Moderators mit einer geeigneten Fragetechnik. Moderation ist beim Brainstorming sehr wichtig, um auch, sage ich mal, dieses Entlocken, dieses Anstrengen, dieses Nachdenken weiter zu fördern. Und fördern, ich mache das in meinen Workshops immer so, kündige ich an, bitte alle weiterdenken, sonst was. Ich gebe jetzt nur noch mal zur Inspiration weitere Gedanken, Impulse und rede und rede. Und was ich da rede, sind dann Fragen, die unten geschrieben sind, nach dem Motto, verschiedene Sachen, die passend zum Thema sind. Ich habe hier zur Inspiration nur ein paar Beispiele genannt. Praktisch den Teilnehmern als mögliches Spielelement, als kleines Bausteinchen hinzulegen, damit gedanklich vielleicht daraus in Kombination kleiner, größer und jetzt sehen Sie, wie es funktionieren könnte, etwas Neues wächst.